Hallo liebe Odyssey im Auftrag des Königs, Freunde der Modifikationen für Gothic 2. Ja, über 104 Stunden habe ich die Version 2.6 in der Pre-Release-Fassung für euch gespielt und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für eure Abos, für eure Kommentare, für eure Daumen, für eure Hilfe. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Ankündigung machen, und zwar wird die offizielle Version 2.6 in den nächsten Tagen veröffentlicht, wenn sie es nicht schon ist. Und für diejenigen, die schon so lange darauf gewartet haben, können nun endlich die neueste Version spielen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dem Odyssey Mod Team bedanken, bei Alan Dufort und Black Pirate, der mir immer die Pre-Release-Versionen zugeschickt hat, so damit ich sie antesten konnte. Da ich die finale Version 2.6 gerne für euch weiterspielen möchte, bedarf es einer Pause. Warum, werdet ihr euch fragen? Nun, es ist so, dass ich meine alten Save-Games zu der neuen finalen Version nicht mehr nehmen kann und den Spielablauf verändern würden oder gar stören würden. Ich habe mir gedacht, einfach aufhören? Nein, das kannst du nicht machen. Aber von vorne nochmal anfangen und bis zur 104. Stunde weiterspielen, ab da habe ich die Zeit leider nicht. Und deswegen suche ich nach einem Savegame von euch, welches mit der offiziellen Version 2.6 angefangen hat, bis kurz vor der Ankunft auf Korinnes. Es gibt bestimmt viele unter euch, die Odyssey schneller spielen, was ja auch verständlich ist, sobald diese Version herausgekommen ist. Deswegen hoffe ich, dass einer von euch oder ein paar von euch unter euch sind, die mir ein Safe Game schicken könnten. Ich würde mich wirklich freuen. Während dieser Pause bleibe ich natürlich nicht untätig und habe als Alternative das Korsarennest als Let's Play gestartet. Das Korsarennest ist quasi ein Prolog zu Odyssey im Auftrag des Königs. Die Let's Plays zum Korsarennest bleiben natürlich die gleichen Termine wie bei Odyssey im Auftrag des Königs. Den Link dazu zur Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bitte habt Verständnis, dass ich Odyssey momentan pausiere, aber ich hoffe, dass es zeitnah wieder weitergeht. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren Vorschläge machen zu einer kleinen Gothic 2 Modifikation, die ich anspielen könnte zur Überbrückung der Pause für Odyssey. Ich bedanke mich herzlich und wünsche euch einen schönen Tag. Euer David von Scoutenberg.